Eine sehr, sehr markante Kaltfront wird uns dann doch jetzt hier erreichen. Vor allem in den kommenden Tagen wird es dann sehr, sehr wechselhaft werden. Aber am morgigen Montag kommt dann, wie gesagt, diese besagte markante Kaltfront, dann mit örtlicher Sturm- und Gewittergefahr. Denn es kann doch örtlich Böen bis an die 110 km/h geben. Die berechnet zum Beispiel das AWO-Modell. Fangen wir dann direkt an, schauen wir auf die Wetterlage am morgigen Montag, den 15.04. Und die Kaltfront hat was mit diesem Tief da zu tun, dass wir hier im Nordosten, im Nordwesten sehen, auf dem Atlantik noch ein großes Tief, aber mit diesem Tief, das kommt halt auch die Kaltfront am morgigen Vormittag, liegt sie noch in den Niederlanden, im Süden von Deutschland, hier Richtung Bayern und Baden-Württemberg hätten wir schon die ersten, teilweise auch mal kräftigeren Schauer und Gewitter durch die erste Kaltfront. Uns werden nämlich vermutlich, oder es werden uns zwei Kaltfronten, zwei überqueren, zwei Kaltfronten. Und diese Kaltfront, ja, bringt nicht so starke Windböen wie die zweite. Die erste Kaltfront vielleicht mal bis zu 60, vielleicht auch mal 65 km/h. Aber man sieht schon, wie mit dieser neuen Kaltfront dann am morgigen Vormittag der Wind dann nach und nach von Westen und Nordwesten her zunehmen wird. Und dann kommt dann doch die Kaltfront am morgigen Mittag, Nachmittag dann langsam an. Hier liegt die Kaltfront dann gegen 15, 16 Uhr an der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und mit dieser Kaltfront kann es dann doch örtlich heftige Böen geben. Vielleicht Richtung Osthälfte der ein oder andere Schauer ist hier auch mal nicht ausgeschlossen. Blicken wir dann jetzt als nächstes auf die Windböen vom morgigen Mittag, Nachmittag und da sehen wir dann doch gut, dass diese Kaltfront dann doch ordentliche Windgeschwindigkeiten durchaus mitbringen soll. Aber auch sonst in der gesamten West-, Nordwest- und Südwesthälfte würde auch abseits dieser Kaltfront ja nach und nach der Wind dann doch deutlich zunehmen. Die Kaltfront zieht dann am Nachmittag und Abend weiter Richtung Landesmitte. Vor der Kaltfront haben wir einige Schauer und nach der Kaltfront kommen auch noch einige Schauer durchaus nach. Und da mit dieser Kaltfront hätten wir dann weiterhin teilweise schwere Sturmböen und die Kaltfront würde sich dann einmal vom Saarland, etwa Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordbaden-Württemberg bis nach Hamburg und Schleswig-Holstein wohl erstrecken und würde hier dann teilweise diese starken Windgeschwindigkeiten in Starkregen und die Gewitter bringen. Die höchste Gewittergefahr haben wir aber im Westen. Je weiter die Kaltfront wohl in die Mitte vorankommt, desto wenig Gewittergefahr ist hier doch gegeben. Schauen wir dann auf die Windböen von morgen Nachmittag, Abend. Ja, und da hätten wir dann diese Linie mit diesen Windböen, die dann teilweise auch mal bis zu 90, 100, 110 km/h örtlich betragen können, die Windgeschwindigkeiten. Und wenn wir dann weiter Richtung Westen schauen, hier Richtung NRW und die Niederlande, da kommen ja noch die besagten Schauer nach, die ich gesagt hatte oder die ich angesprochen hatte. Und diese Schauer können auch nochmal die ein oder andere Sturm- bzw. schwere Sturmböe durchaus wohl mal mitbringen vor der Kaltfront. Auch schon windig, aber nicht ganz so orkanartig oder orkanartige Böen oder sturmartig. Dann geht's ab am Abend und in die Nacht. Und dann liegt die Kaltfront wohl vom Westen von Baden-Württembergs bis nach Brandenburg rein. Und die würde dann nach und nach wohl auch Berlin, diese Kaltfront, erreichen. Und im Westen haben wir weiter noch einzelne Schauer, die nachkommen sollen. Und im Norden ist die Kaltfront dann doch eher, ja, so in zwei geteilt, würde ich das mal nennen. Hier im Norden hätten wir dann nämlich die erste Kaltfront oder den ersten Schub der Kaltfront. Dann wird es nämlich kurzzeitig trockener, nach jetzigem Stand hier nach dem AWO-Modell. Und danach würde dann noch mal ein Schub mit kräftigen Schauern nachkommen. Vor der Kaltfront im Süden dann noch erst mal trocken, vielleicht ein oder anderer Schauer durchaus möglich, aber auch nach der Kaltfront kann es immer mal wieder den ein oder anderen örtlich auch mal sehr, sehr kräftigen Schauer, vielleicht auch das ein oder andere Gewitter mal geben. Aber hier sind dann, wie gesagt, Schauer und Gewitter auch nach der Kaltfront nicht ausgeschlossen. Schauen wir dann jetzt auf die Windböen morgen Abend und die liegen dann einmal, wie gesagt, von Nordbaden-Württemberg und Westbaden-Württemberg bis nach Brandenburg rein. Bayern wäre noch nicht erreicht, ja,
wurde dann noch nicht erreicht, die Kaltfront erreicht Bayern, dann wohl erst in der Nacht. Und mit diesen kräftigen Schauern hier aus Westen würde der Wind dann auch hier nochmal ein bisschen zunehmen, aber der flaut dann nach und nach Richtung Nachmittag durchaus wieder ab. Dann schauen wir uns die Temperaturen in 1500 Metern Höhe jetzt an. Und da sehen wir dann hier im Süden noch vor der Kaltfront noch wärmere Temperaturen mit teilweise 6 bis 9 Grad in 1500 Metern Höhe, die wir hier erreichen würden. Aber mit der Kaltfront würde es dann doch nach und nach wohl wieder ja, kälter werden mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von minus 1 bis durchaus mal minus 3 oder minus 4 Grad. Und dann, wenn wir dann im morgendlichen Wetterbericht wieder ein bisschen genauer drauf schauen, ja, dann schauen wir nämlich wieder bis zum 23. und 24. April. Die 2 Meter Temperatur habe ich auch noch fast vergessen, die schauen wir uns aber jetzt an. Und man kann doch relativ gut erkennen, ich weiß nicht, ob ihr es so erkennt wie ich, aber man kann doch relativ gut erkennen, im Süden und Osten noch relativ mild mit 10 bis vielleicht maximal 15 Grad. Und dann sieht man dann doch hier diese deutlich kühleren Temperaturen im Nordosten, im Nordwesten mit Werten, die dann teilweise bei 2 bis 8 Grad liegen würden am Abend. Teilweise ist dann hier und da im Westen auch schon der ein oder andere Nachtfrost mal wieder durchaus möglich. Und dieses Ganze verlagert sich dann, wie gesagt, in der Nacht auch noch weiter nach Süden. Und so würde dann ganz Deutschland spätestens am Dienstagmorgen von dieser kühlen Luft wohl was abbekommen. Zum Schluss würde ich mich jetzt noch gerne bei euch bedanken für 1371 Abonnenten immer noch. Ihr bringt mich unfassbar weiter. Die Aufrufe in den letzten Videos nehmen ab und zu. Eigentlich immer im Wechsel, vor allem wenn es spannend wird, sind es auch wieder mehr Aufrufe. Aber wenn ihr es noch nicht getan habt, liked und abonniert. Lasst kein Like und ein Abo da. Ihr würdet mich unfassbar weiterbringen. Ja, ich mache aktuell nämlich meine Ausbildung und das reicht nicht so. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Update und ciao.